verdunstet ja immer wieder weg. Deshalb muss man noch stimmig. So ein paar, wo immer viel Wasser rein muss, die sind natürlich auch dann sehr verstimmt, wenn sie zu lange. Also geboren bist du in Bensberg. Ja, genau. Im Krankenhaus Bensberg war damals im alten Schloss. Und ich bin halt als Imme Kepler da zur Welt gekommen. Als dritter Junge von Luzi Schmitz. Geborene Schmitz und Hardy Gerhard Müller, Kaufmann. Es gibt eine Parallele zu Buddha, ich weiß aber nicht mehr welche. Eine meiner Freundinnen hat mir das mal verraten. Ist aber interessant, ist eben, dass ich im Frühling als Zwilling geboren worden bin. Und mein Horoskop habe ich als Gemälde da hinten bei mir. Was du verstehst, kann es dir zeigen. Hin und danach nach Köln, nach der mittleren Reife in die Fachoberschule für Gestaltung und danach an die Fachhochschule Köln für Kunst und Design. Habe mich anfänglich für Bühnenbild eingeschrieben, bin aber dann in die freie Grafik übergewechselt und habe aber ein Praktikum bei den Bühnen der Stadt Köln gemacht im Malersaal. Und das war für mich auch das Schöne war, das war so eine sehr handwerkliche Kunst. Die haben ja da auf den großen, auf dem Boden gespannten Leinwänden die Prospekte für die Vorstellungen gemalt, klassisch. Ne? Das fand ich sehr inspirierend. Da hat mich mein Vater auch noch unterstützt. Der Herr Bach, der Direktor vom Malersaal, hat meinem Vater aber geraten, ich sollte doch keine künstlerische Laufbahn eintreten, weil das viel zu heikel wäre und zu unsicher und so. Aber zunächst, was hattest du vor? Welche künstlerische Laufbahn? Das wusste ich ja lange Zeit gar nicht. Ich wusste nicht, in welche Richtung ich wirklich gehen wollte oder sollte. Hab dann schon angefangen, Musik zu spielen in einer Rockband, hab mir einen eigenen Elektrobass gebaut, den zeige ich dir gleich mal, aus Birnbaumholz. Und habe dann die ersten Fassadenbemalungen und sowas in Köln gemacht, parallel zum Kunststudium. Im Kunststudium könnte ich hier unten noch zeigen, freie grafische Arbeiten gemacht, keine Druckgrafik, aber Aquarellzeichnungen, habe auch so ein bisschen versucht, zeitkritisch meine Gefühle da auszudrücken. Ich habe aber gemerkt, dass mein künstlerisches Schaffen besser arbeitet, wenn der Auftrag klar ist. Wenn ich jemanden habe, gibt es so zwei Arten von Künstlerseelen, habe ich dann rausgefunden. Die einen, die müssen sich ausdrücken, egal ob das sich irgendwann mal vermarkten lässt oder nicht. Und bei mir ist es so, ich kann mich am besten ausdrücken, wenn die Aufgabenstellung mit jemandem, wenn ich in so einer Beziehung bin, aus der Beziehung heraus. Ne? Und deshalb habe ich angefangen, eine Kneipe in Köln zu bemalen, kleine Grafikdesign-Aufträge gekriegt. Und die Arbeiten waren immer so halb frei, halb angewandt. Ne? Und mein Interesse galt aber immer Design. Und nebenbei war ich auch immer sehr technisch interessiert. Und musikalisch, ja, haben wir Jazzrock gemacht. Ich habe meinen Bass gespielt, wir haben eine eigene Band gehabt, eigene Stücke geschrieben, damit aufgetreten. Das plätscherte alles während des Kunststudiums, aber wurde das weniger. Und da habe ich eben begonnen mit dem Zirkus, im Frühjahr immer für den Zirkus Roncalli zu arbeiten, während des Kunststudiums hier in Köln.
der besetzten Schokoladenfabrik gestrandet. Er hat ja mit André Heller diesen Zirkus Roncalli gegründet, 2-3 Jahre. Und dann haben die sich verkracht, Zirkus pleite gegangen. Bernhard Paul kommt nach Köln mit noch ein paar Zirkuswagen, die er hatte, ein paar Requisiten und hängt und ist in dieser Stollwerk, in dem Stollwerk Schokoladenfabrik, die war von Kölner Szene besetzt worden. Da war so ein Kölner Klassenkampf mit der Stadt und den freien Organisationen im Gange und da drin war der Zirkus Roncalli gelandet. Und ich war auf der Suche, ach, ich möchte mal gerne in einem Zirkuswagen wohnen und da drin rumfahren. Und vielleicht, das war so meine Vision. Den Zigeuner aus freien Stücken war so meine Vision. Ja. Und hatte dann auch einen Zirkuswagen sozusagen gefunden. Den hat ein durchreisender Zirkus in Köln auf einem Platz stehen gelassen, nachdem der Zirkus weggefahren war, stand er da. Habe ich einen Tipp bekommen von einem Freund, da steht ein Zirkuswagen seit einer Woche, da spielen die Kinder drin, das dauert nicht mehr lang, dann brennt der. Bin mir hingefahren, habe ich mir einen Traktor geliehen, da waren die Fenster rausgebrochen, die Türen rausgebrochen, der war außen ganz grässlich renoviert worden, die haben so Plastikplanken davor genagelt, dahinter hatte das Holz weitergefault, haben sie gesagt, nee, den können wir nicht mehr, können wir Oma nicht mehr reinpacken, ne? Wir fahren weiter. Und dann habe ich mir den von dem Platz weggezogen und in den Wald gestellt, bei meinen Eltern in Immekeppel. Und dann habe ich den zur Abschlussarbeit von meinem Kunststudium erkoren. Und habe diesen halb verfaulten Zirkuswagen wieder restauriert, von innen heraus. Und habe diese Verwundungsstrukturen, die der Wagen hatte, außenrum gelassen und da drumherum restauriert, sodass man das noch sehen konnte. Da gibt es noch ein Konzept dazu, das hieß dann der Weiße Wolke Watte Wohnwagen. Und zwar bezog sich das auf eine, so eine, man kann es nicht Erleuchtungserfahrung nennen, aber so eine ein Wahrheitsgefühl, was ich aus meiner Kindheit hatte, dass ich bei dem Einschlafen so eine Form von Zuhause empfunden habe, die ich bildlich ausdrucken kann, wie dass ich selber eine Welle bin, die so langsam einen leichten Abhang sich herunterbewegt. Das ist meine Wesenheit. Ne? Und das ist aber eigentlich mehr wie Watte. So, die berührt nichts, hat aber ein Gewicht und das ist diese Rollbewegung. Und das drückt bildlich aus ein Grundgefühl. Das habe ich versucht in diesem Wagen als Kunstwerk auszudrücken. Ich habe das auch mal gehabt, nur ein paar Mal. Als ich ins Geschäft meiner Mutter reinging, da mussten wir immer sagen, ich bin's, weil die Tür klingelte, damit sie nicht kommt. Und dann hatte ich das auch mal. Ich ging durch die Tür, bim, 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 ich bin's. Und da war das wieder so. Das zieht irgendwie so durch den Rücken und sagt mir, das ist es nicht nur, da ist irgendwie noch was anderes. Und das fühlt sich eher so an, ne? So wie diese geistige Dimension. Und das war dann in diesem Bühnenwagen als Abschlussarbeit verwirklicht. Und parallel dazu hatte ich dann angefangen, für den Zirkus Roncalli immer Zirkuswagen anzumalen, Requisiten zu bauen, Blattvergoldungen zu machen. Jedes Frühjahr bin ich da wieder hin. Ne? Und dann haben wir angefangen, Christian Bollmann und ich, dieses Duo Aquamorphose zu gründen. Parallel zur Arbeit im Zirkus. Ja, genau. Ja, ja, das lief alles so. Der Christian Bollmann, der war auch mal in dem Zirkusorchester drin. Mhm. Und zwar in der allerersten Zeit, als dieser Zirkus in dem Stollwerkgelände in Köln war, gab es so eine Chaos-Band, eine Jazz-Band, Paddelt-Neudelt-Orchester. Die haben dann auch auf der Documenta in Kassel gespielt mit dem Frank Kölges als Kapellmeister. Und diese verrückten Kölner Jazzmusiker, die waren alle so in einem Pulk. Und dann, waren die vorübergehend das Zirkusorchester von dem Bernhard Paul. Hätte nie gut gehen können, weil das waren alles Individualisten und Bernhard Paul war ein Direktor. Ne? Aber da in dieser Phase ging das eine Zeit lang. Ne? Und daher kenne ich auch den Christian Bollmann. Die Komposition Hydrophonie 3 ist extra für diese Zisterne hier entstanden. Es kommen in diesem Stück drei Instrumente zusammen. Das ist einmal der Klangbrunnen. Das Aquaphon. Und als drittes diese Infusionsinstallation. Und dieser Raum hier hat die fantastische Eigenschaft, so gut zu klingen, dass man
das verbinden kann. Und wir haben praktisch unsere musikalische Erfahrung mit dem Element Wasser jetzt zusammengetragen und haben dieses Stück konzipiert. Zum Wohnen hatte ich einen anderen Zirkuswagen. Und das war das Kunstobjekt. Yeah. Ich habe im Westerwald gewohnt, yeah, habe da einen Schlepper und habe diesen Wagen dahin geholt, yeah, und habe den umgebaut, dass man eine Wand so runterklappen kann und oben das Dach so hochklappen. Das ist zu einer Bühne geworden. Da gibt es auch ein Buch, wo ich so ein paar Fotos davon habe und sowas. Dann haben wir eine Modenschau gemacht in Bergisch Gladbach. Dann habe ich beim Christian Bollmann, da hat er im Franzen-Zoll-Haus gewohnt, haben wir den Wagen hingestellt, aufgeklappt, hat eine Band drin gespielt. Ne? Im Innenhof so Strohballen aufgebaut. Ne? Und dann habe ich ihn irgendwann, dann kam diese Klangbrunnenvision in mir auf, nachdem ich Joachim Ernst Behrendt gelesen hatte, Tropfen auf den heißen Stein und mein Klangbrunnen, der mit Wassertropfen spielt, ne, mit den Gläsern. Zur Abschlussarbeit hatte sich das Wohnwagenkonzept so verändert, dass ich die Klappe wieder zugemacht habe, habe den als geschlossenen Wagen in die Kunsthochschule gefahren, in die Fachhochschule, mit dem Klangbrunnen innen drin aufgebaut. Ne? Das war dann ein Tempel mit Parkettfußboden. Der Wagen wurde reingefahren, schön gerade hingestellt, mein Klangbrunnen aufgebaut da drin. Und dann war das wie ein Tempel, ein fahrbarer Tempel. Und diese Deckenkonstruktion mit Watte, die hinter Plexiglas verborgen war, wie Marmor wirkte und dann so ein Durchblick da oben durch. Ne? Und darunter diese Glaskugel, der Klangbrunnen spielte. Dann kamen die Professoren. Die machten ja so, da war die ganze Kunstschule war so in verschiedenen Räumen, die verschiedenen Werke der Kunststudenten, die jetzt die Abschlussprüfung machten, ausgestellt. Und die Professoren, Crew ging dann so alle Werke ab, hat so ein paar Fragen gestellt, die waren dann bei jedem Studenten 5 bis 10 Minuten. Das war der praktische Teil der Abschlussarbeit. Und wir bekamen sowieso alle die Note sehr gut, das wussten wir vorher schon, weil es bestand ja diese Konkurrenz zur Kunstakademie in Köln. Und das heißt, unsere Schüler kriegen sowieso alle Studenten ein sehr gut, ne? Weil Prüfungen brauchen wir nicht mehr, die Kunst ist nicht prüfbar. Wir machen sie jetzt aber nochmal, weil ein Student hat geklagt, ich will meine Prüfung haben. Habe ich die mitgemacht. Ne? Und was ich weiß, wo ich mich so gerne daran erinnere, dann kamen die Professorenschar in meinen Zirkuswagen rein, ne? Wo dieser Brunnen spielte. Und dann haben sie erst mal 2 Minuten nichts mehr gesagt. Und haben sich davon verzaubern lassen, von diesem Klangspiel. Das war so mein Aha, okay, funktioniert. Ne? Und dann, ja, damit müssten sie doch mal im Fernsehen auftreten, meinte dann die Lewandowski. Da habe ich gesagt, ja, war ich ja schon. Ich war schon auf der Erfinderbörse damit in Hessen 3. Ne? Und ja, im Südwestfunk habe ich eine Pop-Sinfonie in Weiß mit Eugen Cicero, stand mein Klangbrunnen als durchgängige Performance. Während dieser Sendung wurde der immer wieder aufgebaut, ne, yeah, in diesem Klangspiel. Und auch dieses Zitat mit dem Wassertropfen, yeah, haben die dann in ihrem Text. Mein Text, der Tropfen auf den heißen Stein, der sagt, psst, und das heißt noch etwas, nämlich sei still und hör zu. Yeah. Also diese Übersetzung des Klangs in die Aussage, hör zu, sei still und hör zu. Das war ja so mein,
würde sagen, Urthema nach Behrens. Ne? Mhm. Was sagen denn die Geräusche und Klänge? Was sagt denn das Wasser, was da stetig den Stein hüllt? Ne? Das ist ja auch die Symbolik von dem Wassertropfen. Mhm. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ja. So, und ja, und dann war diese Professorenschaft in dem Wagen drin. Ja, und eine halbe Stunde später klopft es. Da kam der Dekan, Professor Marx, nochmal mit seiner Ehefrau und wollte ihr auch nochmal den Brunnen zeigen. Das hatten sie noch nicht. Ein Zirkuswagen, in dem ein Brunnen tropft. Aber das war eine Abschlussarbeit. Abschlussarbeit, Fachoberschule für Kunst und Design. Die Abschlussprüfung lautet auf meinem Beleg, weil es dafür keine Kategorie gab, sonstige Abschlussprüfung BRD. Ist mein Titel. Also das heißt, dass in diese Abschlussarbeit dort an der Hochschule, Fachhochschule, genau, ja, hatte schon ja der Klang als ja, Thema. Ja, das war, da war, ich habe auch, also ich habe ja bei dem Zirkus Roncalli gearbeitet, diese Aquamorphose-Show gemacht, das lief so alles gleichzeitig. Mhm. Ne? Und habe diesen meinen Wagen auch stellenweise beim Zirkus Roncalli bemalt. Und der hatte ein Außengemälde und dann war die Zeit, dann habe ich auch Mary noch mal so ein bisschen näher kennengelernt. Dann habe ich das Gemälde, was außen drauf war, das erste Gemälde komplett übermalt und ein neues drauf gemalt. Das bestand nur noch aus Linien und Punkten. Mhm. Also da war ich schon, und Friedensreich Hundertwasser, der auch so dieses automatische Malen gemacht hat, da fühlte ich mich so mehr angeklungen als an dem schweren Gemälde mit Symbolträchtigen, was ich vorher da drauf gemalt habe, was auch nie fertig geworden ist. Ne? Und da habe ich mich dann freigearbeitet dran. Ne? Und bei der Abschlussprüfung war der Wagen wieder zu. Meine Kiste mit meinen Werken hatte ich draußen neben den Wagen gestellt, mit der Sitzgruppe. Also die Galerie war ausgezogen und drinnen war der Klangbrunnen angekommen. Und das war dann so schon ein beginnender Wendepunkt. Nee, ich kam zurück aus den Pyrenäen. Yeah. Diese Aquamorphose-Show mit dem Christian Bollmann, die haben wir aufgehört. Das war so aufwendig, immer dieses ganze Laboratorium auf der Bühne aufzubauen. So, und dann war ich ja irgendwann mit meinem Bühnenwagen, mit dem Klangbrunnen und meiner Glashafen-Bauchladen mit meiner Freundin in die Pyrenäen unterwegs. Mit zwei Zirkuswagen hintereinander. Kommen da an und die Beziehung ist irgendwie, funktioniert nicht mehr. Ich fahre zurück, alle meine Sachen noch in den Pyrenäen. Zwei Zirkuswagen. Ne? Ich hatte ja noch einen hier in Deutschland. Dann passierte das nämlich, dass ich bei einem Freund im Westerwald gewohnt habe. Zen-Seminare, ist ein Seminarzentrum, fanden Zen-Seminare statt. Da wollte ich noch eine Anekdote erzählen, die zum Obertongesang gehört. Da war ein Zen-Seminar und die haben ihre Ritualgesänge gemacht. Kasha Yamada Go Shema Yigadisha Gogonado Ramadakaje Mamadu Jaga. Steht da, ne? Und ich ging über das Grundstück, Grube Luise, oben war der Saal, ich hörte dieses Singen, ne? Und hatte so ein großes, langes Papprohr auf der Schulter. Dann ging ich da vorbei und habe das Papprohr da oben ans Fenster gelegt und durch das Papprohr gehört, durch dieses lange Rohr, ne? Kasha Yamada Go. Die Vokale sind ja Obertongebilde. Ne? Und dann war das für mich wie Akkorde. Das fing dann an wie so ein
ein gewaltiger Kirchenchor zu klingen. Ne? Das waren nicht mehr die Formeln, sondern das waren alles musikalische Akkorde. Durch diese lange Röhre hatte das irgendwie einen ganz anderen Klangcharakter. Die Sinustöne waren irgendwie verstärkt, die Obertöne kamen doch durch. Und das fing an, wirklich ein kosmischer Gesang zu werden. Grundton, diese ganzen Vokale, die immer anders formuliert und wunderschön. Und dann habe ich verstanden, warum die das machen. Okay. Ne? Diese Verbindung zu spüren, über den Klang, über dieses Gemeinsame. Du singst dann rein in so eine Hypnose, singst du in diesen Klang rein und bist das aber auch gleichzeitig. Weil du es ja dauernd sprichst, automatisiert, du denkst ja dann nicht mehr. Das macht der Körper ja automatisch. So wie ich manchmal meine Glasfarbe auch automatisch spiele, weil ich die Stücke auswendig kann, ne? Und merke, dass das, was in den Fingerspitzen passiert, durch mich durch fließt und vom Publikum angenommen wird. Das ist ja das Schönste, was man macht. Und das habe ich da auf der Grube Luise, da war ich noch nicht Kristallion, aber da war diese Zeit, wo ich dann denn irgendwann, ich wusste nicht, was machst du denn jetzt? Ne? Meine zwei Zirkuswagen in den Pyrenäen, mein alter Zirkuswagen da im Westerwald, wo geht's denn jetzt hin? Aquamorphose machen wir nicht mehr. Ach so, und da wollte der Bernhard Paul ein Deckengemälde gemalt bekommen für sein Zirkusmuseum. Auftrag hatte ich, Entwurf gemacht und so. Und bei der Gelegenheit habe ich ihm dann mal meinen Bauchladen gezeigt. Und dann hat er gesagt, schön, kann doch der Tino Fratellini spielen, der Clown, ne? Ich habe gesagt, nee, spiele ich doch selber. Aber übrigens, welches Kostüm würdest du mir denn empfehlen? Meint der Bernhard auch, ja, mach doch was mit Glas. Da dachte ich, nee, Glas, wenn, dann Spiegel. Und bei meinen Entwürfen, habe ich ja schon erzählt, gab es ja diesen Weißclown, bei ihm stand aber ein Harlekin auf dem Treppenabsatz. Und dann habe ich den Entwurf gemacht zu dem Kostüm. Eine lunare Gestalt. Ja, das ist der, traditionell kommt er ja aus der Commedia dell'arte und ist so ein Draufgänger-Typ, ein Witziger, der sich wie der Pantalone für Frauen, für Musik und alles Mögliche interessiert. Das ist ein Abenteurer, Harlekino. Und der hat halt traditionell diese Maske und der Harlekino, den man auch von den Bildern von Degas oder von Picasso kennt, hat ja diesen halbmondförmigen Hut. Und meine Erklärung für den Hut ist eben, dass das der normale Schlapphut ist, wenn er regennass ist und wenn du den so lang ziehst, dann wird irgendwann dieser Halbmond da draus. Ne?
Und wenn man mit Zirkuswagen rumreist, dann kennt man das ja auch im Regen, du bist draußen zu Gange und so weiter. Also das war für mich Realität. Ne? Und das Kostüm des Harlekin mit diesen Rautenformen besteht deshalb aus Rauten, weil die haben das halt aus Stoffresten genäht. Die hatten ja nicht viel. Die haben bunte Stoffe gesammelt, nähst du dann zusammen, noch so ein Barbänder darüber und dann hast du diesen Harlekin-Kostüm. Und die Maske ist natürlich in der alten Tradition mit Leder geformt gewesen. Meine Maske, die ich jetzt habe, das ist eine Kupfermaske, die hat mir ein Schmied getrieben, und zwar ein Gürtelmacher. Der ist traditionell, ist der gelernter Gürtler. Das sind die Leute, die früher diese Gürtelschnallen gemacht haben, was ein Statussymbol war. Und für das ganze Handwerk und für die Ritter und so galt die Gürtelschnalle, ist ja beim Militär jetzt noch ein bisschen so ein Kult, ne? Und der Beruf nennt sich Gürtler, der macht dir diese Schnalle. Und mir hat er quasi nach einem Gipsabdruck von meinem Gesicht, hat er mir diese Kupfermaske getrieben und die habe ich dann verchromen lassen. Und die trage ich jetzt seit 15 Jahren oder so, als Kristallion Kupfermaske. Und das Kostüm ist entstanden, ich hatte eine Skizze gemacht, Harlekino mit Spiegeln, ne, und rautenförmig. Was für ein Material nimmst du denn dann? Einen schönen knallroten Samt oder ein türkis-grün-blau mit den Spiegeln drauf. Und dann kam die Anna Möntmann, eine Kostümdesignerin aus Frankfurt, am gleichen Tag, wo ich das Gespräch mit Bernhard Paul hatte, über meine Möglichkeit, im Zirkus zu spielen. Ich habe von nichts eine Ahnung, ich habe noch nie im Zirkus bin ich aufgetreten. Aber das Kostüm, das sollten wir jetzt mal machen. Ne? Hat der Bernhard Paul das Kostüm gesponsert und ich habe alle Spiegel selber hergestellt aus Plexiglas, wochenlang. Und die Anna Möntmann kam dann, während ich kurz vor dem Gespräch ins Büro und hörte mich Glashafe üben, war ganz fasziniert von dem Klang. Da sprach ich zu ihr, hör mal, ich habe gleich einen Termin mit Bernhard Paul, ne, wegen der Glashafe. Ja, ich auch, es geht um neue Kostüme. Das Glück war da und half und schob mich an. Ne? Ja, und ich überlege immer, was für ein Material nehmen wir denn da? Meinte die, musst du Leder nehmen, ne? Was anderes hält nicht, die ganze Spiegel da dran. Ne? Silbernes Leder, hat Elvis Presley auch gehabt, ne? Warum nicht? Ich bin mit Sicherheit nicht, aber okay, warum nicht, wenn du das sagst? Ne? Dachte ich, naja, machen wir mal. Ne? Eigentlich war ich zu schüchtern für das Ganze, so ein tolles Kostüm. Ne? Dann waren wir bei Bernhard Paul drin. Ja, ich hatte so kleine Spiegelchen geschnitten mit so einem Facettschliff außen dran. Hast du vielleicht unten gesehen, das hängt ja da, das Kostüm. Ne? Bernhard Paul, ja, den Facettschliff braucht man nicht. Doch, doch, braucht man, habe ich schon gesagt. Ne? Wenn schon, dann richtig knackig. Ne? Dann habe ich diese ganzen Spiegel da geschliffen, wochenlang nach Frankfurt, Kostüm gemacht, mit Anna Möntmann geschneidert, den Hut gemacht, Schuhe machen lassen, alles aus Silberleder. Ne? Jeden Tag Glashafe gespielt, da habe ich mir so ein Stück Manegenrand aufgegangen, da bin ich da drüber gelaufen, habe geübt, spielt meine Glashafe und geht gleichzeitig. Ne? Hatte 6 Wochen Zeit, 1988 war der Zirkus in Mannheim. Ja, dann kamen die Mädels, haben mir das Kostüm gebracht, ich angezogen. Ganz unangenehm, jetzt noch mit diesem ganzen Spiegel und Leder noch die Gläser spielen, die ich gerade erst seit 2 Monaten intensiver spielte als früher mit dem Christian Bollmann in unserer Aquamorphose. Ne? Und jetzt im Zirkus und ein richtiges Stück, nicht nur improvisieren, ne? Meine Eigenkomposition. Ne? Irgendwann kam meine Show, wo ich auftreten sollte. Ne? Und dann bin ich von der Seite, vom Zelt aus, von der Seite reingegangen. Vorher wurde die Raubtiernummer abgebaut. Die Raubtiernummer, ne, mit René Strickler. Da haben die ganzen Käfig abgebaut mit einer tollen Musik. Da wurden die Requisiteure immer beklatscht. Und danach, wupp, kommt da einer an der Seite rein mit so einem Spiegelkostüm und spielt auf Gläsern. Ne? Das war ich, mit etwas Kristallion. Die Leute guckten dahin, so eine Minute lang. Danach fingen sie wieder an zu quatschen. Ja, das war noch nicht so ganz überzeugt. Ne? Und ich ging da und ich bin gestorben vor Angst. Ne? Hoffentlich fällt sie nicht hin. Hoffentlich verspielt sie dich nicht. Ne? Und dann ging ich hier rum, kam hier war der Manegeneingang und hier war das Beleuchtungspodium und da unten stand der Bernhard Paul. Alle anderen, die ich vom Zirkus kannte, die mich kannten als Zirkuswagenbemaler. Ne? Ding, 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 ich spiele meine Gläser. Es waren schon 2,5 Minuten um, ich musste ja langsam gehen, ne? War hier, wollte aber hier hinten raus, da wollte der Bernhard Paul meine Nummer schon abbrechen. Ne? Ja, das ist zu lang, die Zirkusshow muss auch weitergehen. Ne? Ich habe weitergespielt bis zum Ende. Ne? Ich habe mitgekriegt, wie der Bernhard Paul sagte, ne? Abbrechen, abbrechen. Ich bin aber weitergegangen, ich war schon stur. Aha. Es war ja keine Nummer, es war eine Reprise, ein Zwischenspiel.
der Käfig war abgebaut, die neue Nummer muss aufgebaut werden und dazwischen muss ja was passieren. Du bist doch länger geblieben. Ja, ich habe einfach ein bisschen länger gemacht. Ne? So, das war insgesamt, war es dann vielleicht 4 Minuten, das war zu lang, mit Sicherheit, aber ich war ja noch kein Profi. Ne? Yeah. Fing ja an und dann musste ich jetzt zu Ende spielen. Ne? Wurde auf der anderen Seite abgeholt von den Schneiderinnen, die mir das Kostüm gebracht haben. Oh, hast du gut gemacht. Ne? Es war scheiße, es hat hier ein Feedback gegeben. Piep, wir hatten keinen richtigen Soundcheck gemacht, da war ein Mikrofon drin, das Publikum war unruhig geworden, es war zu lang, es war nicht gut. Ne? Das Kostüm hat funktioniert, aber es war nicht gut, war auch nicht auf dem Punkt. Dann komme ich auf der anderen Seite raus und die Schneiderinnen nehmen mich da wieder entgegen und gratulieren. Und dann saß ich in meinem Zirkuswagen und dachte, morgen musst du wieder auftreten. Du musst jetzt jeden Tag dein Kostüm putzen, deine ganze Nummer da präparieren, 2x am Tag. Wer sagte das? Ich sagte mir das selber. Es fängt mit der Kindervorstellung an, die sind noch ruhiger. Du kannst einen kürzeren Weg machen, aber besser bist du auf keinen Fall. Das geht nicht so schnell, ne? Musste jetzt durch, jeden Tag in die Show rein, ne? Und immer meine kleine Reprise gemacht, ne? Und am Einlass gestanden, Publikum empfangen. Ja, jedenfalls war da der Kristallion geboren, ne? Und am Saisonende 88 konnte ich es dann. Aber wo war das, in Köln? Nee, das war in Mannheim. In Mannheim, sagt es. Danach sind wir nach Bremen gegangen. Und du hast dort gelebt? Im Zirkus. Im Zirkus. Ich habe einen Zirkuswagen, ich bin mit dem Zirkus mitgefahren. Mit deinem Zirkuswagen? Nein, den habe ich geliehen bekommen. Meine waren ja immer noch in den Pyrenäen. Der Bühnenwagen und der Wagen von meiner Freundin, der große Wagen stand im Westerwald. Und ich hatte so, zu der Zeit noch eine Art Wohnmobil, so einen riesengroßen alten umgebauten Taubentransporter. Der war aber auch noch nicht fertig. So, das war alles im Unfertigen. Insofern war das für mich, die Zuflucht war Zirkuswagen mit den Zirkusreisen und meine kleine unperfekte Nummer im Zirkus aufführen. Mit einem bombastischen Kostüm. Also diese Zwiespalt muss ich aushalten. Ich kann noch nichts Richtiges, ich habe aber so ein dickes Kostüm und muss das ja auch füllen, ne, mit meiner Präsenz. Wusste aber nicht wie. Diese Pracht des Kostüms hat dich auch als Individualität verklärt. Sozusagen. Ja, es hat das, was in mir, würde ich sagen, was in mir raus wollte, meine innere Pracht, die ich nicht sehen durfte und konnte, natürlich als Vision in mir trug. Ne? Klar, aber die war schon da, aber sie hat sich nicht wirklich getraut zu glänzen, glaube ich. Ich bin quasi diese ganze Saison eine Reprise geblieben. Ich habe dazu gelernt, zum Schluss ging der Auftritt so, dass nach der Raubtiernummer zuerst das Podest von Tino und Toni aufgebaut wurde. Und wenn das stand, wenn der Ruhemoment dann wirklich kam, dann kam mein Auftritt auch nicht mehr von der Seite, sondern durch die Mitte auf das Podest und ich habe mein Stück auf dem Podest beendet. Das war dann schon mehr eine Nummer. Weil dann habe ich ja auch die Mitte. Und man merkte auch, du kannst so eine ruhige Nummer, irgendwann musst du die ganze Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Sonst kriegst du die Leute nicht dahin, dass sie dir bei diesem leisen Spiel, und es war ja nur ein Solo. Ich habe ja nur alleine gespielt. Inzwischen ist mein Solo der kleinste Teil der Show. Ne?
Da kommen immer Solo-Parts, aber das Publikum kann sich nicht so lange konzentrieren auf sowas Leises im Zirkus. Woanders geht das schon, ne? Aber im Zirkus eben nicht. Da musst du dann mit einer Begleitung oder mit einem Wechsel des Themas musst du immer wieder neue Sachen machen. Danach kam dazu erstmal Playback-Musiken, also dass ich Begleitmusiken aufgenommen hatte als Noten, den Musikern hingelegt habe. Dann kam dazu zwei Flöten, die ich gespielt habe, selber gebaute Flöten, die, also so Doppelflöten, die ich spiele. Ein einziges Stück, was ich einmal geschrieben habe, spiele ich immer noch. Immer. Also das ist dieser zündende Moment, wo ich die Aufgabenstellung habe. Das sind für mich immer die Wesentlichen. Dann kann ich richtig gut sein. Und wenn das dann funktioniert, ne, dann wird das nachher ausgebaut. Ne. Aber ich habe nichts Besseres gefunden später. Ne. Ich habe immer mal versucht, ein neues Stück zu machen. Ich bin dann immer wieder, und auch bei meinem Solo, das Eröffnungsstück, Barockstück, ne, spiele ich fast immer noch, weil das wie so ein Türöffner gedacht war, aus der Zeit, wo der Harlekin noch geboren worden ist, aus der Zeit diese Musik, die höfische Musik, mit dieser Attitüde reinzukommen. Und der Flötenspieler, das ist eher so der Pan, der Anführer der Gauklertruppe ist. Ja. Das ist doch die Energie von dem Stück. Das heißt übrigens Bajazzo. Der Bajazzo ist ja so eine Clownfigur, aber eine etwas derbere. Mhm. Und ich glaube eine musikalische, weiß ich gar nicht so genau. So, und das war, ist dazugekommen. Dann kamen die verschiedenen Begleitmusiken, das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Dann kam mein Tisch dazu, das heißt, der Bauchladen ist ein Trick, der folgt. Das heißt, ich fange mit den Flöten an, fange an, den Tisch zu spielen. Wenn ich die Leute so richtig einkassiert habe, dann ist das eine Steigerung, dass ich mit den Gläsern an die Tische rangehe und direkt vor der Nase von denen spielen kann. Ne? Dann kam dazu eine Abschlussnummer Somewhere Over the Rainbow, wo die Leute mitschnippen, wo ich die einlade, also wo ich aus dieser Meditation die auch wieder rausführe. Dann kam dazu kleine Publikumsaktion, ich hole zwei Leute auf die Bühne, die kriegen Gläser in die Hand gedrückt, wir spielen mit denen, der Mond ist aufgegangen, macht Riesenspaß. Die lernen dann auf der Bühne von mir, wie man Gläser spielt. Ne? Und über die Jahre habe ich ja viele Clowns gesehen und dann pantomimisch gehe ich dann mit, wenn die das nicht hinkriegen. Ne? Und das kauft mir das Publikum alles ab. Ne? Also so meine Körpersprache, wie ich das kommentiere, die beiden Leute, die ich auf der Bühne habe, da hatte ich auch schon Prominenten, den Klaus Ginkel, den damaligen Verteidigungsminister, hatte ich schon auf der Bühne beim Glasspiel, wie gesagt im Video, Paloma Picasso und Eugen von Boch. Kann schon mal so passieren, ne? Dass solche... Und also dann ging es weiter, dann habe ich das Magische Glasorchester entwickelt. Das sind 20 Leute auf der Bühne, die alle Gläser in der Hand bekommen. Zuletzt habe ich das gespielt in Potsdam, in der Universität. Alte, traditionsreiche Universität, haben den Uniball gemacht, 2022, genannt Bella Italia. Das musste ich ja freuen. Christellian the Italian war da engagiert mit dem Publikumsspiel Das Magische Glasorchester. Es gibt ein nettes Foto davon, auch einen ganz kurzen Videoausschnitt. Und da war der ganze Direktorium, Professoren und alles waren mein Glasorchester. Die waren schon vorher ausgewählt worden. Die kamen dann auf so zwei Stufen, dann haben so Helfer die Gläser reingebracht, dann haben die alle so ein Tablett gehabt, standen dann nebeneinander und ich habe dann im Mikrofon den Anweisungen gegeben, wie das funktioniert. Ne? Schön Fingerchen nass machen, gegenseitig die Finger sauber machen, dann mal einen Ton versuchen und dann lade ich das ganze Publikum ein, mitzusummen, so ein Bordun-Ton. Erst die Frauen, dann die Männer, dann alle zusammen und dann üben wieder die 20 Glasspieler und ich erkläre, wie das geht. Guck mal, ihr müsst nur dann spielen, wenn ihr eine rote Kugel habt und ich ein rotes Tuch hebe. Wenn die Farbe nicht bei euren Kugeln vorkommt, dann spielt auch nicht. Kapiert? Okay, Konzentration, da. Ne? Und dann geht's los. Und dann habe ich so ein Playback. Und dann fängt das barock an. Dann wird es so ein bisschen geschmeidiger. Dann wird es ein Reggae. Und dann singe ich einen Text dazu. With a glass in your hand, you will easily make friends. If your finger goes around it, you can make a lovely sound. I hope you found it. Das ist quasi das Ende von dem Stück. Das ist ein Sprechgesang über eine Reggae-Struktur. Und dann wird es immer schneller, dann wird es swingen. Der Bachelor-Kanon. Ne? Und dann schmeiße ich alle bunten Tücher in die Luft und die Leute kriegen es überhaupt nicht mehr mit und meine Kiste mit bunten Tüchern wird überhaupt nicht leer. Das ist so das Ende von dieser Show. Ne? Und dann wird das wieder eingesammelt und ich
verbeug mich noch mit den 20 Leuten. Das ist quasi mein kommunikativstes Element inzwischen in der Kristallion-Show. Es ist aber unglaublich aufwendig, das immer wieder zu organisieren. Und einmal haben wir es gemacht in der Roncalli-Produktion, wo das Ganze, wo das als finale Struktur war, wo alle Künstler aus der Show quasi mit den Gläsern wieder reinkamen und dann wir zusammen das gespielt haben. Es war optisch auch eine sehr schöne Geschichte. Das Publikum hat es vielleicht nicht so verstanden, wie wir uns das vorgestellt hätten, aber es hat sehr gut funktioniert. Das Intensivste war eigentlich dieses Jahr in den USA, Big Apple Circus. Weil Roncalli war für mich ja so, das war ja, da habe ich als Maler angefangen und bin dann in die Manege übergewechselt und bin dann diese Saison mit dem Zirkus gereist. Und bei dem Zirkus Roncalli habe ich Respekt und Disrespekt erlebt, ne? In diese Hierarchie drin zu sein. Ne? Da bin ich so mitgewachsen, auch mit den inneren Verwachsungen. Die sind mit meiner Entwicklung mit dem Zirkus verbunden. Immer noch. Ne? So. Und auch die Freundschaft zu Bernhard Paul, die immer noch existiert. So, da habe ich Zirkus als Saison erlebt, immer als eine Art Ausnahmesituation von dem Winterquartier, wo ich als Maler angefangen habe. Ne? Also das war dann nicht so, das war jetzt die Tournee und das ist das Winterquartier, da bin ich aber eigentlich groß geworden, ne? An den Werkstätten. Und habe dann mal ein Jahr auch die Saison miterlebt. Ne? Und dieses Erlebnis Saison mit dem Zirkus Reisen kann ich besser aus der Perspektive Big Apple Circus beschreiben oder auch nachempfinden, weil da war ich aus meiner Welt raus, in den USA, in einem Mobile Home mit den ganzen anderen Artisten auf Tour. Ein Freund von mir, der hat mit einer mongolischen Kontorsionistin. So, und er hatte mich dann dahin vermittelt, habe ich als Kristallion den Spirit of Imagination symbolisiert. Man hatte in der Show eine Gegenspielerin, das war eine schwarze Amerikanerin mit einem indischen Prinzessinnenhut und einem Regenbogengewand und die war die Spirit of Adventure. Und wir beide haben die Clowns auf ihrer Reise Erlebniswelt begleitet, symbolisch. Ne? Und da hatte ich in der Show hatte ich so mehrere Auftritte und eine Kristallkugel überreiche. Ein sehr schönes Bild. Ne? Und da war ich mit dem Zirkus unterwegs und meine Erfahrung war, ist eigentlich ein Zirkus ist ein kleines Dorf. Also du fühlst dich in dieser Zirkusgemeinschaft wie in einem Dorf, wie ich früher in Immerkeppel, nur noch viel kleiner. Und dieses Dorf ist immer irgendwo zu Gast. Ja? Und das Magische, was ich immer so faszinierend fand, ich wollte das auch immer mal als ein Gemälde verwirklichen, ist, du kommst in der Stadt an und da ist eine leere Wiese und die sieht jungfräulich aus und da ist nichts. Ne? Und drumherum sind leere Häuser oder blablabla. Und dann kommt der Zirkus dahin mit seinen ganzen Apparaten und dann ist ein riesiges Gewühle. Das erste, was aufgemacht wird, ist das Foodhouse in den USA, ne, wo die Arbeiter, die das Zelt aufbauen und alles installieren, zu essen bekommen. Ne. Da muss mit als Erster auf dem Platz sein. Kaffee, Essen, damit die Zirkusleute arbeiten können. Ne. Und dann kommen die ganzen Artisten. Es ist so, dass man beim Zirkus meistens inzwischen so hat, dass die Zirkuscrew, die das Zelt und sowas macht, und die Artisten, die reisen unterschiedlich, weil die Artisten gehen von Zirkus zu Zirkus, die bleiben immer nur eine Saison da, eine gewisse Arbeitercrew, die gehört fest zum Zirkus. Und beim Big Apple Circus war das so, die haben ein festes Artistenteam gehabt und immer welche, die sie dazu nehmen. In meiner Show waren das Russen, russische Luftnummer, ich als Deutscher, die mongolische und ein italienischer, ein mexikanischer Clown war mit da drin und so weiter und so fort. Ne?
Was ich am Zirkus das Faszinierende finde, es hat eigentlich, obwohl es ein fahrendes Gewerbe ist, hat es sehr viel mit der Erde zu tun. Mhm. Weil du besetzt ja den Platz, wo du einen Zirkus machst. Ne? Dieses Rund, das ist für mich das magischste Rund, was es gibt. Ne? Mhm. Wenn Menschen zusammenkommen in einer Gruppe und diskutieren müssen, macht man erstmal eine Runde. Ne? Also die Urform des Theaters ist eigentlich immer rund gewesen, bevor es Bühnen gab. Und der Zirkus benutzt diese Energie, diese kreisförmige, auch damit die Pferde rundlaufen können. Weil der Zirkus ist entstanden, als die Soldaten nichts mehr zu tun hatten. Und dann haben sie sich mit ihren Pferden, die konnten gut reiten, und den Gauklern zusammengetan und haben Zirkus gemacht. Mhm. So, das ist der Grund. Deshalb haben die auch alle noch so Uniformen an, die Requisiteure. Weil das immer ehemalige Militärs waren in den Anfangsjahren des Zirkus. Der Kölner Karneval, die haben auch alle Uniformen an, die ganzen Karnevalsgesellschaften. Ne? Also die Uniform wird dann benutzt als schmuckes Bild und eine strukturgebende Sache, und dieses strukturgebende des Militärs und die Verrücktheit der Gaukler mit ihren ganzen Visionen, das existiert im Zirkus heutzutage immer noch. Das Militärische ist vielleicht in Geschäft und Business mehr so geworden, und die Künstlergemeinde, die ist ja eh weltweit vorhanden. Ne? Die musst du eigentlich nur zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Show integrieren, den genügend bezahlen, und dann geht es wieder. Ne? Und die Lebensform ist aber im Zirkus selber, dieses Alltägliche, hat so was fast schon Kleinbürgerliches wieder, intern. Ne? Mhm. Muss man sagen. Neben diesem ganzen Verrückten, der Personen, hast du aber diese Regelmäßigkeit. Ne? Mhm. Die Uhrzeit im Zirkus ist die Musik aus dem Zelt. Irgendwann nachmittags kommt die Einlassmusik, dann irgendwann kommt die Musik von der ersten Hälfte, dann kommt die Pausenmusik, dann kommt die Musik von der zweiten Hälfte, dann wird es wieder ruhiger, irgendwann kommt wieder, machen wir immer zwei Vorstellungen. Ist alles geregelt? Ja, natürlich, sind ja Vorstellungen. Yeah. Und du hast keine Kirchturmuhr, die die Stunde schlägt, du hast die Show. Yeah. Wenn du am Anfang der Show spielst, weißt du hast bis dann und dann Zeit. Und wenn du am Ende der Show weißt du etwa, du kannst jetzt noch kochen eine Runde und kannst noch das machen, weil du musst erst dann und dann, bei dem Stück fängst du an, dich warm zu machen. Ne? Musst du dich vorbereiten. So. Also das ist so das Interessante. Ne? Und du lebst ja Wagen an Wagen. Du kriegst genau mit, was da abends daneben an los ist. Es sind manchmal nur so zwei Fenster dazwischen. Yeah, ne? Du weißt genau Bescheid, ne? Was im Nachbarwagen abläuft. Yeah. Und das ist so dieses Kleinbürgerliche, was dann auch herauskommt. Ne? Es sind natürlich alles keine Kleinbürger, es sind ja Individuen. Ne? Yeah. Und die sind alle Freidenker. Und du hast den großen Vorteil, zumindest mit Roncalli, der hatte ja immer eine große Reputation, auch in dem Ort, wo wir aufgetreten sind. Ne? Yeah. In meinem Jahr bei Roncalli konnte ich irgendwo hingehen und hatte immer so ein paar Freikarten in der Tasche. Ne? Da bekamst du überall die beste Beratung, die du haben wolltest, hast ihm dann eine Freikarte dagelassen. Ne? Das war super. Beim Big Apple Zirkus war das schon wieder anders. Die Amerikaner, die sind eine andere Art von Zirkus gewöhnt. Mhm. Und da rauscht das Publikum ein bisschen oberflächlicher durch. Da hatte ich es auch wieder schwer mit meiner Glashafennummer, die war noch kürzer, wieder mal 2 Minuten nur, aber die ging dann über in eine wunderschöne Nummer aus Kostümen, die in Schwarzlicht getaucht, so Meereswesen. Schwarzlicht, das ist dieses tiefviolette Licht, was dann so Leuchtfarben erzeugt. Und die Kostüme, die dann in der Manege so in Zeitlupe teilweise zur Glashafe, zur Orchestermusik rumliefen, waren so Unterwasserfiguren, so überdimensionale. Die wurden an Stäben bewegt und die sahen so durchsichtig aus. Die wurden mit Schwarzlicht angeleuchtet. Das war der Übergang von Kristallion mit seiner Spiegelkugel in diese Unterwasserwelt. War schön gemacht. Da hatte ich doch so mehrere andere kleine Einsätze zusammen mit meinem Spirit of Adventure. Habe einmal so eine Kristallkugel gezaubert und den Clowns gegeben. Oder irgendwann nur so Kerzen gehalten. So. Zirkus ist hartes Gewerbe, muss man schon sagen. Es geht wirklich immer um die Essenz. Auch die vielen Vorstellungen, die du machst und so. Ne? 350 Vorstellungen, zweimal am Tag die Show. Zweimal am Tag? Immer, mindestens. Manchmal dreimal am Tag, die ganze Show. In jeder Show hatte ich 5 bis 6 Einsätze. In Columbus, Ohio war es so heiß, dass ich musste dann auf das Musikerpodium her mit meinem Lederkostüm in 3,5 Meter Höhe
zwei, dreimal so machen und so machen, ne, und dann wieder runter. Dann in meinen Zirkuswagen, dann lief die Klimaanlage, Kostüm ausgezogen. Ich hatte dann schon ein zweites Kostüm, das war schon wieder kalt. Ne? Das angezogen, wie viel hast du noch? Noch 5 Minuten. Okay, machst dich mal fertig, ne, wieder raus, hin und her, hin und her. Nur Arbeit. Ne? Und da musst du schon auch gute Kollegen haben und dann. Aber es ist so sehr aufregende Zeit, weil diese Magie, wollte ich ja eben nochmal so erzählen, die ich immer so faszinierend fand, du kommst auf diesen leeren Platz und wenn der Zirkus dann wegfährt, aus der Stadt raus, dann ist die letzte Vorstellung, ne? Wenn du rauskommst aus der letzten Vorstellung, sind schon die Hälfte der Wagen draußen weg, ne? Alles schon ab, wir haben nur noch Stelt abgebaut. Und in den USA war das so, wir bekamen dann so eine große Tüte und ich musste mein Mobilhome selber in die nächste Stadt fahren. Da stand dann drin, da gab es noch keine Navis, ne, welche Highways ich fahren musste. Und da war Cash-Dollars drin zum Tanken. Und dann bin ich mit meinem Mobile Home von New York nach Columbus, Ohio gefahren oder nach Boston gefahren, über die Straßen. Das war richtig in den USA ankommen und das kapieren, wie geht denn das da. Ne? Das war super. Mhm. Und was interessant war, die Kollegen, die Amerikanischen, die sahen mir auf 20 Meter Entfernung an, dass ich Deutscher bin. Die sahen mir in meiner ganzen Körpersprache an und in meinem Habitus, das ist ein Deutscher, das wusste ich vorher nicht. Ne? Also wie viel auch noch von dem Nazimilitarismus in mir drin steckte, mhm, ne? Das wurde mir dann so langsam bewusst. Ja, ja, natürlich. Mein Vater war Spieß im Krieg. Ne? Spieß, das ist der Hauptfeldwebel, die Mutter der Kompanie. Yeah. So, der sorgt dafür, dass die zu essen haben, dass die Soldaten, das war aber auch seine sorgende Natur, das passte zu ihm. Ne? Yeah. Und du musst sie jeden Morgen antreten lassen und dann kommt erst der Hauptfeldwebel, die Befehle. Der sorgt dafür, dass die erstmal da sind, dass die gewaschen sind, dass die Klamotten haben, dass die zu essen kriegen. Das macht der Offizier kommt später, genau, mein Vater war Hauptfeldwebel. So, und irgendwie habe ich noch von seiner Körpersprache und von seiner Art zu sprechen vieles übernommen, was dann so deutsch halt auch ist. Ne? Und das wurde mir da bewusst, unangenehmerweise. Ne? Wie viel so auch Qualitäten in mir sind, die ich nicht so gerne sehen wollte, die aber da sind. Willst du machen. Harlekin, ursprünglich doch sehr bunt. Sein Kostüm besteht aus ganz verschiedenen, ja auch zufälligen Farben. Aber in deinem Kostüm gibt es noch diese Struktur des Harlekin-Kleids, aber wir haben diese Silberleder, ja grundsätzlich ist sozusagen schwarz-weiß, dunkel, hell. Also sie ist reduziert, diese farbige Komponente ist nicht mehr da. Aber diese Silberleder hat auch ein Pendant in diese lunare Hut. Ja, und genau. Ja, das ist fast eine Mondgestalt. Es ist, genau, es ist eine Transformation des Harlekins ins Spirituelle. Weil dieser Mond ist quasi das Wasserelement, ne, die Emotion. Und durch die Spiegel und das silberne Kostüm wird es sozusagen eine Lichtgestalt, weil das Kostüm lebt aus dem Verfolgerscheinwerfer, der es direkt anstrahlt und wie eine Disco-Kugel siehst du das ganze Kostüm im ganzen Zirkuszelt. Das ist wirklich intensiver Effekt. Und bei einer Disco-Kugel ist es ja so, vielleicht erinnerst du dich, wenn die so im Raum diese Spiegelreflexe rumgehen, es ist im Prinzip die Kugelform, die präzise Kugelform, die als Raster sich abbildet. Bei meinem Kostüm ist aber alle meine Bewegungen, die sich mit abbilden. Das heißt, wenn ich so mache oder so mache oder so mache, das macht dann auch die Reflexionen machen das ja. Ne? Das heißt, jede meiner kleinsten Bewegungen erzeugt einen riesengroßen Reflex in der Zirkusgruppe. Wir haben die Nummer, in meiner Bühnenanweisung steht drin, die Show startet mit voller Raumverdunkelung, Verfolgerscheinwerfer auf Kristallion plus blaue Grundatmo. Das ist das Licht, mit dem ich anfange.
beim letzten Stück, Somewhere Over the Rainbow, lassen wir dann die Farben, die der Harlequino symbolisieren, durch den Moving Lights laufen. Dann ist hinten eine blaue Lichttänzerin, vorne eine blaue Tänzerin. Wenn die um mich rumtanzen, da wird ihr Kristallion zu einem Kristall. Weil das Licht von vorne und hinten kommt, so kannst du nicht mehr unterscheiden, kommt das jetzt durch ihn durch oder kommt das von vorne? Ein Kristall, ja. Genau. Also ein Kristall, ein Lichtgestalt. Genau. Und ja, die Klänge sind auch kristallene Klänge. Im Grunde. Die Klänge sind eigentlich der, das war ja nach, wenn man es so sieht, nach der Idee von dem Wassertropfen auf den heißen Stein, der Psss macht, der kosmische Sound. Dann hatte ich ja schon einen Glasspieler im Zirkus früher mal gesehen, einen Clown Truck, der spielte Gläser. Und daher kam wohl meine Inspiration, Wassertropfen auf die Dauer ist ja ein bisschen langweilig. Kann man nicht, mein Erfindergeist wollte das zu einem spezifischeren Klang umarbeiten. Und dadurch ist dieser Klangbrunnen entstanden. Und der spielte meditative Musik mit Wassertropfen. Und dann war ich im Ensemble mit Christian Bollmann und habe festgestellt, wenn ich das Wasser anschlage und das Glas anschlage und das Wasser bewegt sich da drin, dann bekommt der Ton so eine Tonhöhenverschiebung. Dann habe ich ein Instrument gebaut, das war so ein Griff, konntest du 5 Gläser so einhängen. Dum, 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 dum. Habe ich wieder eine gute Frage gestellt dem Christian Bollmann. Christian, ich habe jetzt so eine Zeichnung gemacht, so ein Tablett mit Gläsern, das hängt an so einer Pyramide, spiele ich dran. Und dann lass das so schwanken. Das ist es irgendwie nicht. Meint der Christian Bollmann, ja, mach doch einen Bauchladen. Bauchladen, da kannst du nicht spielen. Hast doch hier so einen Riemen um den Hals. Ne? Vorne, wie willst du da Gläser spielen? Mit dem Riemen, das geht doch auch anders. Habe ich diesen Gürtel erfunden. Der hier sitzt, ein Aluminiumgürtel. Ne? Der drückt, hier hinten zieht er und einen Handbreit tiefer drückt er gegen die Hüfte. Und damit kann ich das halten, das Tablett am Körper. Nur mit diesem Gürtel. Ohne brauche ich nicht. Ne? Wollte ich auch schon mal patentieren lassen. Hip-Doc habe ich das auch genannt. Habe auch alle Texte, aber es lohnt sich nicht. Kriegt man nicht verkauft. Ne? So, und dieses Hip-Doc habe ich später umgebaut, dass das ein versteckter Bügel ist im Kostüm. Dann habe ich die Gläser hier auf dem Tisch stehen, dock mich unauffällig ein, habe schon ein paar Stücke gespielt und fange dann an zu spielen. Dann kommt ein bisschen Nebel aus dem Tisch und dann gehe ich mit dem Glas, mit so einem Nebel drunter, mit den Gläsern ins Publikum. Also da ist die Nummer dann irgendwann angekommen. Und der Zündfunke für dieses Glasspiel am Körper war der Klang mit dem Wasser, der sich im Glas verändert. Den Effekt wollte ich, und das ist auch die Eigenart von meinem Bauchladeninstrument, dass es wie, es hat sonst keine Glasharfe, dass der Ton belebbar ist durch das Schwanken des Wassers im Glas. Weil unter den Glasspielern wird eigentlich angestrebt, dass die Klanggläser, die man spielt, möglichst leer sind, dass das Glas als Idiophon den Ton schon hat, den richtigen Ton. Nur, die sind sehr teuer herzustellen, musst du schleifen, bearbeiten, dass die so präzise sind, also stimmst du ein bisschen mit Wasser runter. Wenn du sie halb voll hast, hast du aber schon nur noch die Hälfte des Klangvolumens, der wird immer enger, der Ton. Ne? Also du kannst mit Wasser nur begrenzt stimmen. Und mit Schleifen am Glaskelch kann man auch ein bisschen runterstimmen. So, meine Idee war Wasser rein. Ist eher so der weniger akademische Glasspielerstil. Und dann noch auf dem Bauchladen, noch weniger akademisch. Passt jetzt in den Zirkus. Ne? Mhm. So, und dann habe ich mich aber mit der Zeit über mein Dazulernen des Spiels und der Verfeinerung wieder in die andere Richtung zurückbewegt. Hab dann in die andere Richtung, welche Richtung? Habe ja noch eine große Glasharfe gebaut mit 40 Gläsern drauf. Yeah. Die habe ich bei dem Simon gespielt, die große Glasharfe, in seinem Ensemble. Ne? Mit Max Rabe habe ich die gespielt in der Produktion, die wir gemeinsam gemacht haben. Max Rabe und Zirkusartisten sind 40 Gläsern drauf. So, dann habe ich quasi mich aus dem Zirkus wieder rausgearbeitet in die seriösere, sagen wir mal jetzt, oder konzertante Musik. Bis ich dann den Anfrage kam vom ZDF, können Sie bei unserer Achtung Klassik Erstsendung von Justus Franz mit Ihren Gläsern auftreten, ne? Solo, ne? Habe ich gemacht. Mhm. Dann haben sie mich in der Wiederholungssendung ein paar Jahre später nochmal geholt, dann mit Orchesterbegleitung. Mhm. Ne? So ein Riesenorchester, alles akademisch gebildete Leute, ne? Ich kann jetzt noch keine Noten vernünftig lesen, ne? Und muss dann mit denen zusammenspielen. Ne? Wenn ich dann gespielt habe, ist es gut, ne? Weil dann merke ich, ach,
die respektieren mich, ne, mit dem, was ich spiele. Yeah. Und das Lustige war, bei dem zweiten Auftritt bei Achtung Klassik kam ich dahin im Berliner Haus der Kultur und der Welt. Das Orchester von dem Justus Franziff hieß Philharmonie der Nationen. Ganz viele weltweite junge Musiker waren da vereint. Wir proben und da kommt der Regisseur und sagt, Herr Müller, der Justus Franz ist noch nicht da, können Sie das Orchester selber dirigieren? Für meine Nummer, ne? Es war ja nur Amazing Grace, sollte ich mit denen spielen. Habe ich mir extra Noten schreiben lassen. Ja, ich wusste aber nicht wie. Ich wusste nur, dass der Dirigent immer irgendeinen Deal mit dem ersten Geiger hat. So. Und habe ich geguckt, wer ist erster Geiger? Erstmal mit dem so ein bisschen warm geworden. Und dann wusste ich, dass ein Dreivierteltakt so angezählt wird. Ne? Du hast dirigiert. Ja, genau. Ja. Dann bin ich mit meinem Kostüm, stand mit meinem Bauchladen. Ne? Okay, sind wir soweit. Ne? Mit denen das abgesprochen. Und das ging ja so, ist immer noch mit einer sehr schöne, gefühlvolle alte Aufnahme. Ich fange mit meinem Solo an, ein barockes Stückchen, spiele das so anderthalb Minuten, komme unten beim Orchester an. Und dann kommt Amazing Grace als Abschluss und das Orchester steigt drauf ein. Und ich werde es nie vergessen, als ich vor dem Orchester saß und ich habe dann nur gesagt, ich kenne ja auch die Fachausdrücke nicht, die man so und habe das dann über Körpersprache ausgedrückt. Ne? Und mit dem gesprochen, also ich gebe das Tempo an und dann steigt der da ein. Und wenn man die Wiederholung mache, alles ein bisschen kräftiger so. Ne? Da konnte ich auch die Probe war so, wie soll ich mal sagen, so Fernsehproben, das wird alles so abgehakt. Ne? Und ich wusste ja auch nicht, was man rauskitzeln kann. Ne? Ich wusste nur, das richtige Tempo muss stimmen, das erste Teil ein bisschen sanfter und dann nachher nochmal ein bisschen das, was im Arrangement eh drin steht, nochmal stützen. Das hat auch super gut funktioniert. Ja, das war der Skulpturenbau, ne? Also die Klangskulptur, und das wurde initiiert durch einen Auftritt im Fehnow-Museum in Wolfsburg. Das ist ja das Volkswagen-Museum, das ist dieser wunderschöne Bau von der Zaha Hamid gebaut, ein tolles Museum, und die machten eine Wasserausstellung, und ich hatte da einen Auftritt gehabt, und dann hat der Direktor mich gefragt, können Sie nicht für uns auch, ich hatte dem was erzählt, so von meinen Visionen, nach dem Auftritt, ein bisschen gequatscht. Ne? Hat er sich daran erinnert und hat gesagt, ja, wir haben jetzt so eine Wasserausstellung, können Sie sich vorstellen, für uns was zu machen? Ja, kann ich. Dann habe ich mir angehört, was es ging, dann habe ich Entwürfe gemacht, Aquagraviphon heißt das Teil, dann haben wir das gebaut. Für dieses Museum. Eine große Klangstruktur kann ich ja auch noch zeigen, Aquagraviphon.
Und also da ging quasi meine bildende Kunst wieder los, aber noch, sagen wir mal, mehr im Zusammenhang mit Wasser. Und mein Erfindergeist war da gefragt, meine Leidenschaft auf Dinge neu zu durchdenken, irgendwie neue Wege zu finden. Wir schreiben welches Jahr? 2010. 2010, genau, war Fingermuseum Wolfsburg, Aquagraviform ist die Skulptur. Da können Kinder über Pumpen Wasser in die Skulptur hochpumpen. Und wenn die Tanks voll sind, ähnlich wie bei diesem Erlebensbrunnen, den wir gestern gesehen haben, mit dieser Kupferschale, ne? Dieser Aquagraviform hatte oben drei große Plexiglas-Tanks, die sich mit Wasser füllen. Und wenn sie voll sind, kippen die so um und laufen leer. Und dann fängt das Teil an zu spielen. Aber hast du die Skulptur selber gebaut? Selber gebaut. Alles immer selber, nicht, dass du nur entwirfst und das. Nee, ich habe den zusammengebaut mit Zhang Hai. Zhang Hai ist ein Artist und Handwerker, so wie ich, Multitalent, kommt aber aus einer Artistenfamilie. Und der Bogen ist jetzt interessant. Zhang Hai und das Aquagraviphon für das Phenomuseum. 1988 war Zhang Hai auch im Zirkus Roncalli mit einer Nummer, eine China-Nummer, er ist Halbchinese, ein großer Mann, von Geburt an Artist, von seinem Vater das Handwerk gelernt, kann alle möglichen Tricks, ne? Lässt du Teller kreisen, lässt sich in der Show an den Haaren aufhängen, hochziehen, hat Hosenträger über die Schulter, wenn er so 2 Meter hoch ist, hängen an diesen Hosenträger seine Frau und seine Mutter auch an den Haaren, hängen noch an ihm dran. Und wenn die so hoch über dem Boden sind, dann nehmen die so einen kleinen Tisch, klemmen sich den zwischen die Hüfte mit einer Tasse Tee und einer Kanne drauf. Und dann kommt ein Requisiteur und lässt diese ganze Apparatur in der Luft an den Haaren hängen, pendeln. Aber an den Haaren. Die Haare halten. Die halten. So, die Haare halten ihn, seine Mutter und seine Frau und den Tee. Eine Minute lang vielleicht. Ne? Und er lächelt und dreht dabei noch an jeder Hand 2 Stäbe und oben auf jedem Stab 1 Teller. 4 Teller dreht er in der Luft am Zopf hängend und an ihm selber hängt seine Mutter und seine Frau auch am Zopf und trinken Tee. Das ist Zhang Hai. Und der Zhang Hai hat auf dem Zirkusplatz den schönsten Wohnwagen gehabt. Das war ein umgebauter Sattelschlepper. Da konntest du hinten die Türrahmen aufmachen und da war seine Werkstatt drin in den Klappen. Ne? Jeder, der was brauchte, wo kam der hin zu Zhang Hai. Ne? Und dieser Zhang Hai stand beim Einlass von dem Zirkus und hat die Teller gedreht. Und wenn dann ein Kunde kam, hat er die Hand von dem genommen, den Stab in die Hand getan, dann musstest du Teller drehen. Konntest du natürlich nicht. Dann fiel der Teller runter. Buff. Dann war da so ein Haufen Scherben. Und ich stand daneben, hatte eine Einlassnummer, war Music Man. Ich hatte so eine etwas übergroße Zirkus-Requisiteursuniform mit einem Snare-Drum auf dem Kopf als Hut. Und hatte hier so ein Glockenspiel. Und meine blöde Aufgabe war dann, den Leuten zu zeigen, wie sie mit dem Stäbchen auf meiner Brust eine Melodie spielten. Fand ich ein bisschen doof, war aber meine Aufgabe. Ne? Und dann hatte der Zhang Hai immer die Scherben darunter liegen. Dann habe ich irgendwann mal die Scherben hochgenommen und habe geguckt, haben die denn einen Ton? Ah, die haben ja auch einen Ton. Wenn man die richtig anfasst am Totpunkt, dann klingt eine Scherbe sehr schön. Habe ich die Scherben alle gesammelt. So, 1988. 2014 baue ich dieses Aquagraviphon, was ich dir gleich zeigen werde. Da gibt es ein Glockenspiel, das besteht aus Scherben. Dann habe ich die Scherben von 1988 auf eine Plexiglasscheibe montiert, auf so kleine Füßchen, die genau den Totpunkt definieren, dass die wirklich klingen wie ein Glockenspiel. Ne? Nicht ganz so fein, aber gut. Mhm. Wurden ja Keramikspiele, waren die Vorläufer der Glasharfe in Persien schon. Ne? Die haben Keramikschalen angeschlagen. Also Vorläufer von meinem Instrument ist immer Keramik gewesen, wenn nicht Steine, ganz früher, ne? Als Idiophone. Die Scherben habe ich gesammelt und dann habe ich die mit dem der Zhang Hai, weil er so ein guter Handwerker ist, den habe ich engagiert, als Schlosser mit mir diesen Brunnen zu bauen, mit seiner Frau zusammen. Und dann haben wir den nach Wolfsburg gebracht, da in einer nächtlichen Aktion in dem Museum aufgebaut. Wir hatten einen eigenen Schlüssel zum Museum. Wir konnten bis nachts bleiben, so ein Elektronikschloss da, mit einem dicken Aufzug runterfahren und wieder rein, unsere Sachen. Und haben diese riesen Klangskulptur da installiert, ne, die mit Wasser spielt. Und Zhang Hai dabei. Und der Zhang Hai war derjenige unter den Artisten,
als ich da anfing mit meiner kleinen Reprise, muss heute wieder spielen, ich weiß aber noch nicht, wie es besser geht, dann kam er zu mir und sagt, Christoph, ein Auftritt in der Show ist so gut wie 20 Mal Proben. Es lohnt sich. Ne? Und das stimmte. Ich habe schnell gelernt dann. Ne? So nach 5 Tagen habe ich zum ersten Mal getraut, während dem Spielen mich auch mal hochzugucken und den Leuten, die um mich rum saßen, überhaupt die wahrzunehmen. Ne? Ich war voll nur konzentriert. Du musst das richtig machen. Ne? Aber ich habe die Leute nicht gesehen. Dann habe ich angefangen, die zu sehen. Dann habe ich gesehen, nicht alle finden das gut, was ich mache. Okay, die anderen blende ich aus. Bang! Von dem Moment habe ich nur noch die Gesichter gesehen, die mich lieben. Ne? Die anderen habe ich ausgeblendet. So. Und dann ging das. Ne? So Sachen lernt man ja da. Ne? Oder ganz üben, wie verrückt, vor der Show musst du alles vergessen, musst immer wieder bei Null anfangen. Ne? Und so diese wichtigen Steps habe ich ja nie in der Grundausbildung gehabt. Die kamen dann irgendwann so, ne? In meine Skills-Schatulle. Also mit dieser Klangskulptur in Wolfsburg 2010 war ein Neubeginn deiner Tätigkeit in diesem anderen Feld. Genau. Ich hatte zwischendurch die große Glashafe gebaut, mit Simon die gespielt und dann fingen die Skulpturen wieder an. Mhm. Danach kam dieses Erlebensbrunnen 2014 für Schloss Reichenberg und dann kam als nächstes das Videomobile, das habe ich dir glaube ich noch nicht gezeigt, für den Zirkus Roncalli. Das, was da in klein da hängt. Doch, ja, haben wir geguckt. Hab ich genau. Ja, hier bin ich. So, und da bin ich dann wieder beim Thema Licht. Und in der Corona-Pandemie habe ich 2 neue Projekte angefangen. Ja, weniger Auftritte als Christian Leo. Ja, genau, weniger Auftritte. Die lagen dann aber alle schon in der Schublade. Ich musste mit nichts neu anfangen. Ich habe einfach nur gesehen, ja, die Sachen kannst du da anbieten, ne, und dich damit dafür fördern lassen. Das habe ich dann gemacht. Und wo stehst du jetzt? Welche sind deine aktuellen Projekte, Visionen? Das sind auch über Sachen, ja, es ist interessant immer für mich mit schöpferischen Menschen über ihre Träume, Visionen zu sprechen, auch wenn sie ganz utopisch oder unrealisierbar sind. Ja, die sind alle bei mir realisierbar. Ja. Ich glaube, also es gibt noch viele utopische, da habe ich aber so einen Satz von Skizzenbüchern, das ist volle utopische Visionen. Ja. Alle als Bleistiftskizzen. Ja. Und so, ne? Aber es kommen ja immer Sachen, die werden konkreter. Ne? Und eine sehr konkrete Sache ist ein Lied, an dem ich gerade arbeite. Das machen wir am Freitag, machen wir daran weiter mit einer Freundin zusammen. Das kann ich dir gleich mal von der Intention, geht es um Selbstrespekt. Und zwar ist das gedacht für Jugendliche, das heißt Abendgebet Nummer 5. Da geht es darum, dass man über eine Reflexion, was der Tag mir gegeben hat, sich selbst besinnt, um in Ruhe und Frieden einschlafen zu können und sich Respekt für den Tag einzusammeln. Oder vielleicht auch, wenn es so ist, einzugestehen, da war nicht viel. Ne? Das kann aber dann Motivation geben, für den nächsten Tag sich darum zu kümmern. Habe ich zufälligerweise mal irgendwo im Stadtanzeiger 5 Punkte, die man sich fragen kann. Ich mache das, glaube ich, intuitiv sowieso, dass ich immer danach suche, das zu erfüllen, um meinen Selbstrespekt oder Selbstwertgefühl zu finden. Ich habe gedacht, das ist aber für Jugendliche sehr hilfreich, bei denen das einfach nicht, oft nicht passiert. Ne? Und deshalb arbeite ich gerade mit einer bekannten Musikerin daran, daraus einen Song zu machen. Kann ich dir gleich mal den Text kurz anspielen. Das ist ein kurzfristiges Projekt. Langfristig gibt es, was Kristallion und die Musik angeht, das Stück mit dem Simon, was er mir geschrieben hat, was ich Klanghausen genannt habe, das spiele ich auf meiner Panflöte. Gelegentlich habe ich einmal im Museum aufgeführt, weiß noch nicht, wann das wiederkommt. Das war im Gustav-Lübcke-Museum in Hamm, wo ich, habe ich dir, glaube ich, erzählt, auf der einen Seite der Klangbrunnen steht in dem Raum, auf der anderen Seite die Kristallion-Show, wo ich den Kristallion und den Klangbrunnen verbunden habe. Das ist aber mehr so auf Warteposition, so die verschiedenen Elemente von Kristallion, die kann ich immer aus dem Keller holen, aufbauen, 2 Tage vorher proben und dann ist das da. Und da gibt es eine sehr schöne Produktion, die heißt Spirit Dreams mit dem Dirk Dancer, da wo wir spirituelle Botschaften in der Show vortragen und dazu mache ich den Gong, die Verwandlung mit dem Kularius, mit seiner Wackelnase, mein Zauberbuch und so. Ich hoffe, dass wir das wieder buchen in Zukunft, wenn er zurück ist und Corona immer weiter in Vergessenheit gerät, dass man das wieder verkaufen kann. Das wartet, was Kristallion betrifft, auf mich. Plus
meine Interpretation von einer Miles Davis Nummer, wo ich dran bin. Ja, das ruht aber gerade so ein bisschen, wartet wieder. Ne? Und skulpturell habe ich zwei Projekte, die wollte ich dir gleich zeigen. Ne? Das eine ist eine Lichtskulptur namens Mana. Die gibt es jetzt in drei Versionen. Und eine andere Lichtskulptur, die sich mit dem Richterfenster im Kölner Dom befasst. Mhm. Appropriation Art ist das. So hat es Mary bezeichnet, als ich erklärt habe, was ich davor habe. Und beide Projekte haben ein Corona-Stipendium bekommen, ne, und dadurch konnte ich sie starten. Und die sind jetzt so, dadurch, dass ich jetzt die Heizung hier im Haus umbaue, hat das alles ein bisschen Pause. Aber da bin ich immer dran. Ne. Das verfeinert sich auch, während es nicht weitergeht, weil ich mit Leuten darüber spreche, Impulse kommen, so dass das auch irgendwann in eine Form kommt, wo das Geld auch wieder reinkommt, was ich da alles rein investiere. Ne. Das sind zwei Licht, beides Lichtobjekte. Yeah. Aber ich habe gespürt, dass ja neben dem Zirkusleben gibt es bei dir explizit oder nicht auch eine gewisse Nähe zu spirituellen Themen. Ja, und da, ich habe ja auch mehrere Jahre eine spirituelle Schule besucht, bei dem Om C. Barkin, ein Advaita-Lehrer aus Hamburg, bei dem der Joachim Ernst Behrendt auch war. Ah, ja? Die letzten Jahre vor seinem Tod war er bei Parkin vielfach in seinen Satsang-Veranstaltungen. Und genau. Und bei ihm war ich in der Mysterienschule für mehrere Jahre. Der Tanker, der unten hängt, wo du schläfst, ja, ne, der stammt aus der Zeit. Den habe ich da mal gekauft. Aha. Innerhalb der Mysterienschule. Für mich. Wie innerhalb der Mysterienschule? Das war innerhalb, die konnte man da kaufen. Ah, okay. So. Und für mich war das so ein Moment, wo ich, sagen wir mal, den goldenen Teil in meinem Herz erkannt habe. Mhm. Und da strahlte mich dieser Tanker, ja, auf dem Boden liegend, da schien die Sonne durch so ein Dachfenster drauf. Ja. Da wusste ich einfach, da habe ich richtig gut Geld verdient in der Zeit. Das investiere ich jetzt in mein goldenes Herz sozusagen, in mein, ja, Innerstes. Ne? Und habe das Ding gekauft. Hat eine Ausstrahlung. Ja, so. Die Bedeutung hat es für mich jetzt irgendwie nicht mehr, weil das alles mehr so im Leben angekommen ist. Das ist nicht mehr an das Symbol verhaftet. Ne? Das sucht sich neue Formen, kann ich dir gleich auch noch mal kurz zeigen. Aber diese Lichtskulpturen, die haben alle eine spirituelle Dimension. Wirst du auch gleich sofort sehen. Ne? Und mein Interesse dabei ist, so wie der Kölner Dom mitten in der Stadt steht und seine spirituelle Aufgabe mitten im Leben erfüllt, ist das für mich auch immer mehr so. Als ich vor Jahren den Klangbrunnen wieder ausgepackt habe und ich gebeten wurde oder die Möglichkeit hatte, in diesem eucharistischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche mit den Klängen zu arbeiten, da passte der Brunnen so total gut mit seinem quadratischen Glasfuß in diese viereckige Kuppel von dieser Kirche mit seinen Glasfenstern da oben drin. Ne? Und also da ist dann die Begegnung von Kunst und Performance und Spiritualität mit jemandem wie diesem hochintelligenten Pfarrer, hat auch einen Doktortitel, der hat über Friedrich Nietzsche sein Philosophiestudium abgeschlossen, und zwar Jesus und Nietzsche hat der Vergleiche zusammengestellt. Ich habe mal ein bisschen da reingelesen, ich musste dann aufgeben, das war mir zu tiefblickende philosophische Ansätze, da kann ich immer nur drei Sätze folgen, danach verlasse ich wieder die Basis. Ja, das, ich finde das sehr interessant, wie tief man in die Dinge eindringen kann, ne, wenn man das wirklich auf den Punkt verstehen will. Meine Welt ist aber praktischer Natur, ich muss das immer irgendwann wieder anfassen können, dann kann ich mich da mehr drin finden, ne? Oder zumindest singen oder spielen. Und so. Ja. Da komme ich aus einem anderen Stall, wie gesagt, da, wo Imme Keppel, Müller-Schmitz. Ja, aber ich verstehe das sehr gut. Ich hole da meine, oder zum Beispiel bin ich ja auch mal mit einem Drachen geflogen. Yeah. Da bin ich mit meinem Zirkuswagen, wo außen rauf dieses Liniengebilde war, ne? Inspiriert von Mary und 100 Wasser. In diesem Zirkuswagen bin ich ja Richtung Pyrenäen gefahren mit meiner Freundin und kommen dann in Arcachon, an der größten Düne Europas, in Pula vorbei, fahren in dieses Dorf, in dieses Touristendings rein, vorbei an Schildern, Durchfahrt für Wohnmobile verboten. Sind wir in Wohnmobilen? Nee, wir sind ein doppelgespannter Zirkuswagen.
Durchfahrt für LKWs verboten. Sind wir ein LKW? Nee, wir sind ein Wohnmobil, ein Doppelgespann. Wir sind bis reingefahren, vorne an den Kai, mitten rein und haben da gehalten. Ne? Stand noch so ein kleines Kinderkarussellchen. Da kam irgendwann eine Stunde später kam ein Polizeiauto vorbei mit einem Polizist drin. Fährt an dem Ding vorbei. Kommt 10 Minuten später mit 4 Polizisten drin, guckt sich unser warmes Wohnmobil an, was da stand, und fährt wieder. Ne? 2 Tage später waren wir in der Zeitung mit unserem Doppelgespann, was da stand, in Kühler. Ne? Und dann kam eine Deutsche mit ihrem französischen Freund, sieht dieses Gemälde, wo ich so Dünenlinien gesagt habe, und klopft an den Wagen und sagt, hör mal, das sieht aus wie unsere Düne in Pühler. Ne? Übrigens, mein Freund hier, der Franzose, der ist Drachenflieger. Bitte, wollte nicht zu uns kommen. Da sind wir dahin gefahren zu dem. Und dann musste der Franzose, der war Drachenfluglehrer. Und du wirst in Frankreich nur Drachenfluglehrer, wenn du vorher Wettbewerbe gewonnen hast. Du musst richtig gut sein. Ne? Nicht nur Lehrer, sondern du musst, musst eine Klasse sein. Ne? Ja. War er. Hat er mir auch gezeigt. Und dann musste der weg. Und dann hatte dieses Mädel keinen mehr, der ihr hilft, den Drachen immer auf die Bühne Dings hochzufahren, habe ich immer ihren Drachen hochgefragen. Ja. Dafür hat er mir nachher 2-3 Stunden Drachenschule gegeben. Ja. Und hat er mir beigebracht, wie man mit dem Drachen die Bühne runterfliegt. Und ich bin zum ersten Mal geflogen in meinem Leben. Ne? Mit so einem Drachen. So ein trapezförmiges Ding. Ne? Er ist immer geübt, den Drachen weggeschmissen. Ah, der fliegt doch alleine. Und dann irgendwann mal ein paar Meter dran und irgendwann mit diesem Gurt dran. Ne? Und ich fliege los und fliege. Kann fliegen. Ne? Und lande. Meine ganzen Träume vom Fliegen kamen in den Tagen da wieder. Ne? Ja, und dann war das aber gut. Ich brauchte dann nie mehr fliegen. Ne? Ich wusste, es geht und weiß, wie es sich anfühlt, aber dann bin ich nicht zum Drachenflieger geworden. Und so ist das mit vielen Sachen. Ne? Ich brauche die einmalige Begegnung, das Konzept verstanden, einmal ausprobieren, dann ist gut.